Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Nach einer sehr erfolgreichen Mission in der letzten Folge, wo wir Bruderschaftsmitglieder hier begleiten mussten, beschützen mussten und so weiter und so fort, Ah, machen du wir bist nochmal eine zurück. Mission. Wie lief es mit dem Gelehrten? Der Trottel wurde getötet. Der Gelehrte hat es nicht geschafft. Gib mir noch eine Chance. Nicht geschafft? Die Mission war also ein Fehlschlag. Ich Aha. benachrichtige die entsprechenden Personen. In der Zwischenzeit bereitet sich ein Gelehrter darauf vor, dich Ich zu krieg trotzdem begleiten, falls Erfahrungspunkte. du auf eine weitere Forschungspatrouille aufbrechen möchtest. Aber pass nächstes Mal bitte ein wenig besser auf. Ja. Ich werde wohl noch eine Patrouille überleben. Gut. Da draußen Ich, warten eine Menge ja, Wachen. ich. Triff die Gelehrte, Klar. du eskortierst und... Also, ob ich das überlebe, ist hier nicht die Frage. Oh, das ist so blöd, dass man hier mal zwei Dinger geben muss. Mein Charakter ist ja geil drauf. Aber ich kriege Erfahrungspunkte, das ist geil. Das heißt ja, ich kann dann theoretisch darunter gehen, die Mission starten und den umlegen. Dann kriege ich 400 Erfahrungspunkte. Was? Wird das so funktionieren? Weil es dann viel einfacher als hier bei der blöden Minutemans andere Jetzt Missionen zu solltest du machen. mal zu Ritter Captain Cake gehen. So, nochmal. Und wir werden wieder dahin geschickt. Obwohl, jetzt könnten wir ruhig dahin geschickt werden. Jetzt sind die Gegner alle tot, nehme ich an. Aber, wie ich mich kenne, werden die dann direkt wieder respawnen, nachdem ich die Mission beginne. So ein Trick. Gut, nochmal. Ah, 400 Erfahrungspunkte und, Dingens. Kronkorken. So 78 oder 98, irgendwie so was war. Also auch was. Was, jetzt seid ihr da, oder wie? Boah. Was? Ah. Noch hier. Hi, Kollege, Melde mich na? zum Dienst. Legen wir los. Verstanden. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte, nach dir. Boston, Bürgermeister Unterschlupf. Hey, da waren wir schon mal. Wer hat das gedacht? Wow, ist das hell. Ach nee, dann müssen wir wegen links sein. Meine Güte, da ist ein bisschen zu hell. Was lief da drin rum? Sins, glaube ich. Er dürfte ja jetzt nicht so ein Problem sein, oder? So kann ich mich da importen, weil sonst. Stell dir mal vor, ich würde hier auf Überleben spielen. Dann müsste ich den ganzen Weg dahin laufen und noch sicherstellen, dass die auch überleben. So, lebst du noch gut? Das. Ich frage nur, weil. Da gab es mal so ein paar Zwischenfälle. Weil davon haben die dir wahrscheinlich nichts gesagt. Im Hauptquartier, oder? Ne, okay. Bei mir bist du sicher, keine Sorge, keine Sorge. Jetzt nicht 50 Gegner wieder auf einmal kommen, wie bei der blöden Gunner Plaza, das ist auch ein bisschen übertrieben. Warum schicken die mich auch dahin? Das ist auch voll Selbstmord. Ob ich aber da irgendwie bestimmen kann. Soll ich wieder zurückbekommen? Mal irgendwie bestimmen kann, bevor ich die anspreche oder irgendwie sowas. Hallo. Was geht? Ihr seid nicht so gefährlich wie. Halt! Komm mal weg von der. Ihr seid nicht so gefährlich wie blöde Gunner. Ist da jemand anwesend? Dieser Ort würde bei vielen Personen Furcht erzeugen. Zum Glück verändert meine Ausbildung. Wer ist da? Haltet ihr euch für schlau? Wie furchterregend. Was bist du denn für einer? Ich bedauere jegliches Leid. Ich habe nicht so eine fancy Ausbildung. Ich habe auch keine Angst vor. Weiterer Sieg für die Bruderschaft. Oh nein. Ich
würde das einfach liegen lassen. Gibt er gleich liegen lassen, ey. Ja, lass mich mal kurz trinken. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Speicher mal, weil du bist noch am Leben. Bewegung entdeckt. Seltsam. Über aktive Sensoren, mehr nicht. Warte mal, ich soll mal gucken, ob ich der Befehle geben kann. Hi, warte. Okay. Na, da schon was. Oh Gott! Viel vernichtet. Aber ein Level up kriegen wir auf jeden Fall danach. Ah, ach, schon wieder da. Oh Gott, ich bin gleich tot, sehe ich. Oh, ich habe ja extrem schnelle Heilung jetzt. Weiß ich überhaupt nicht. Was? Oh, okay. Nochmal. Wo bist du? Du inspirierst uns alle, Ritter. Mach uns das. Okay. Wenn du was sagst. Nachbunden. So, komm her. Oh Gott, der krass auf. Was? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Weil die C3-PO-Pose. Was? Ich bin am Laden. Ich bin am Laden. Nicht während ich lade. Ah! Alter. Ey, ihr habt ja meinen Helm. Alter. Ich glaube, ich bin tot. Ah, Hilfe. Alter, geh mit deinem Gesicht weg. Oh mein Gott. So lange gedacht, bis ich nachlade? Hat er mich die ganze Zeit immer abgebrochen. Warum tun mir die Geschützhimmel so unglaublich und Schaden machen? Frisst Plasma. Frisst Plasma. Das ist nur da hinten, ne? Fällig. Wieder raus. Oh geil. Na damit. Bin durch. Oh, perfekt. So da rangehen, Mädel. Was hat hier drin? Ja. Vom Red Exakt brauche ich irgendwie nicht so. Ich sag nicht, ich muss hier. Boah, cool. Wie so blöd und kommt hier nicht hinterher. Deswegen geht das nicht, oder wie?
Aber ich höre die ganze Zeit. War eigentlich besser, als die da oben ist. Nach oben. Ich sehe. Wohin verdammt? Danke. Na, du auch, Danze, meinetwegen. Oder auch nicht. Oh. Gut, ich habe das Thema alles erledigt, ne? Mach du, was auch immer du da machen musst. Sind ja noch Gegner. Hier sind die Daten. Ah. Bestimmt schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ja, Proctor Quinlan Zeug. Jetzt heißt er auf einmal Quinlan oder wie? Okay, dich kann ich hier einfach hocken lassen, okay. Hey. Information gesichert. Erwarte deine Befehle. Jetzt kann ich Befehle geben, Robert. Hi. Na? Gut, das war aber nicht. Das war irgendwas. Gut, raus hier. Ich glaube, ich mache eher das, wenn ich jetzt hier leveln will. Wenn ich das. Aber wenn ich schon fürs Scheitern der Mission 400 Erfahrungspunkte kriege, wie viele kriege ich dann, wenn ich die abgeschlossen habe? Obwohl, ich es trotzdem, als dass ich die abgeschlossen hätte, aber ihr wisst, was ich meine. Gut. Weg hier. Und wir sind wieder kurz beim Level Up, das heißt, ich kann wieder meine Tragkapazität erhöhen. Hoho, dann müsste ich so auf die 300 kommen. Das wäre doch schon mal geil. So eine gute Vorbereitung auf Überleben. Das heißt, wenn er wieder halbiert wird, hätte ich so 150 Tragkapazität. Oder? Plus, man kann sich ja auch Ausrüstung so modifizieren, dass die mehr Taschen haben oder mehr Tragkapazität. Vielleicht soll ich das mal machen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich mal. Man kann ja ihn noch so ein bisschen modifizieren und dann. Ich habe auf all meinen Klamotten ultra leicht blau drauf. Das sorgt dafür, dass die Dinger ein bisschen weniger wiegen. Da muss ich da mal abgleichen, ob jetzt mehr Taschen irgendwie sinnvoller wären. Mein Gott. Ja, Klappstuhl. Achtung an sämtliches Personal. Bitte, ich krieg jetzt nicht ein paar Liebespunkte von Danze. Mission beendet. Jawohl. Ja, Sir. Gut, genau. Das hier ist für deine große Mühe. Wir werden bald wieder Gelehrte losschicken. Also komm vorbei, wenn du uns helfen kannst. Egal, was ich mache. Momentan nicht. Oh, wie schade. Egal, was ich mache, ich krieg trotzdem 400 Erfahrungspunkte. Und was zum Teufel, Danze? Und ich, tu so oder so. Was soll's? Level up, her damit. Mehr Tragkapazität, wenn's geht. Du hast plus 50 Tragkapazität. So, bekomme ich jetzt 50 drauf, oder... Nochmal 25, damit das insgesamt 50 gibt. Welcher sehen? 285 habe ich jetzt. Volamis, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen, oder? Nee, das hat 25 gegeben. Jetzt habe ich 310. Boah. Das ist doch mal geil. Aber ich will noch mehr rausholen. Dann gehen wir mal zum Red Rock der Stätte. Das ist Part zum... Boah.
Sonnendreck. Gut. Oder wir machen das mit der Farm und ich mache das mit den Dings offscreen. Ja, ich mache das offscreen mit der mit dem Taschen und so. Ja, interessiert ja keine Sau. Ruhig bleiben, PC, ruhig bleiben. Warum gehst du auf einmal so ab? Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. So. Da, da oben. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Tempenis Bluff. Das muss ich jetzt ja einfach nur Essen ernten, oder wie? Schon Level 62, Mann! Wenn ich jetzt ausgehen hier so diese Mission mache, kriege ich mal 400 Erfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall lohnenswerter als die Minuteman-Mission. Vor allem, weil ich, egal was passiert, 400 Erfahrungspunkte kriege. Das ist, weiß ich nicht. Das ist geil! Gut. Gebt mir euer Essen. Warum habe ich den Eindruck, dass ich nicht hören will, was du zu sagen hast? Ich weiß nicht, ob du dort hören willst. Die Bruderschaft braucht Lebensmittel. Spende lieber freiwillig was, um sie nicht zu verärgern. Wir brauchen keine weiteren Feinde. Wir leisten unseren Beitrag. Hat das gefallen. Die Bruderschaft kontrolliert jetzt diesen Ort, was? Okay. Wollte ich das? Das Geschäft läuft gut. Also, Lukas, glaube ich, Rüstung. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren. Ich habe ja genug Geld. Sollte ich mal vielleicht irgendwie investieren oder so. In Al Bundy hier. Hast du Dingens? Nein. Komm mal ein bisschen Stoff, weil warum nicht? Habe ich irgendwann, was ich verkaufen kann? Ja, den Schlagstock. Sonst nix. Nee, irgendwie nix, verdammt. Viel zu viel Geld. Ich habe eigentlich nur noch Aluminium in Diamond City. Okay, will ich das aber machen? Vor allem, was ist denn da der Unterschied? Also, ob das jetzt die Bruderschaft oder die Minutemen kontrollieren. Wo sind da dann der Unterschied? Aber egal. Ich mache nur meine Arbeit, okay? Also am besten nochmal 400. Warte mal, ich gehe mal in mein Bettchen schlafen. Hätte ich vielleicht machen sollen, dann hätte ich nochmal wie viel Prozent? 10% mehr Erfahrungspunkte bekommen, dann hätte ich 440 Erfahrungspunkte bekommen sollen. Dann war es das schon wieder mit einer langweiligen Episode. Ich habe einen neuen Ort aber entdeckt, als ich ihn Gunner Plaza gewesen bin. Auf dem Kompass war noch irgendein Ort, den ich nicht erkundet habe. Da können wir ja mal hingehen. Einfach irgendwo hin. Achtung! Torpferum zur Einsatznachbesprechung melden. Torpferum zur Einsatznachbesprechung. Aber ich sollte vielleicht auch solche Missionen ja machen, weil Paladin Dance gefällt. Ah, mein Boden soll. Jetzt bin ich nicht schlafen gegangen, ja. Hast du die Pharma zur Kooperation? Warte mal. Einfach so aus dem Gespräch rausgegangen. So, muss ich mal machen, ich. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte irgendwie, das wäre so ein Baummensch. Wo ist mein Bettchen? Mir jemand hat darin geschlafen. Hey! Hi. Du besser, geh aus meinem Bett raus. Er hat echt in meinem Bettchen geschlafen. Das sollte jetzt nur so eine Anspielung an drei Bären sein, verdammt. Ne, nicht drei Bären. Ja doch, drei Bären, oder? Ja, wie auch immer. Ich habe keinen Erfahrungsbonus bekommen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ne, drei Bären ist ja dieser blöde
Zeichentrickfilm, boah. Wie lief es? Zeichentrickserie. Die hab ich so gehasst, ey. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Solche Aufträge erledigst du mit links, was? Deine Bezahlung. Wie besprochen. Lass es mich wissen, wenn du wieder Lust hast, da runterzugehen. Diese Farmer wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Sie müssen ihr Leben nicht für das Allgemeinwohl aufs Spiel setzen. Ja. Während wir hier auf so ein... Hallo? Während wir hier auf einem Luftschiff sind. Ich melde mich zum Dienst. Langsam gefällst. Ich habe eine weitere Farm für... Kein Interesse. Ja, der reizvollste auch. Ja, wir haben wahrscheinlich nur Farmen, ne? Ein Kind hätten, wäre es ein super Teil. Vor allem, wir sind hier auf unseren schönen... Hallo? Wir sind hier auf unseren schönen Luftschiff, wo niemand drankommen kann. Und ihr sagt hier von, dass die es voll gut haben und so, ne? Während die da unten im Ödland sind und jede Sekunde verrecken könnten. Vor allem, wenn sie auf Überleben spielen. Oh. Gut, mehr gibt's hier, glaube ich, nichts zu tun. Ich nehme mal ein Frostschutzmittel, einfach so. Da muss man sich mal so in so eine Alltagssituation vorstellen. Gehst einfach irgendwo hin und nimmst einfach irgendeinen Scheiß mit. Frostschutzmittel. Du gehst einfach zu jemanden, nimmst, weiß ich nicht, einen Putzlappen mit. Was weiß ich. Ich nehme mal Deodorant mit. Ich da aus Rüstungen schmieden kann. Gut, dann setze ich mich mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.